26. April 2024. Der Pott ist wieder ein Berliner. Die Eisbären krönen sich zum 10. Mal mit dem Titel. Dann ist es vollbracht. Dann sind die Eisbären deutscher Meister 2024. Die Jubiläumssaison, die 30. der Penny DEL, wird zu einer Saison der Superlative. Der Zuschauerschnitt in der Hauptrunde steigt auf einen neuen Bestwert. Insgesamt kommen zu den 52 Spieltagen knapp 2,6 Millionen Zuschauer in die Arenen der 14 Clubs. Damit übernimmt die DEL die Spitzenposition aller Eishockey-Ligen in Europa. Und auch vor die Bildschirme werden so viele Zuschauer wie nie gelockt. Rund 18,5 Millionen verfolgen die Spiele live bei Magenta Sport. Zum runden Jubiläum lassen sich die Verantwortlichen etwas ganz Besonderes einfallen. Eine Retro-Tour. Beim Duell der Augsburger Panther gegen die Nürnberger Ice Tigers beispielsweise am 5. November laufen beide Teams mit den Originaltrikots wie vor 30 Jahren auf. Dazu kommentiert der Mann, der auch das erste DEL-Spiel live kommentiert hat, Fritz von Thurn und Taxis. Ja, wir haben doch die Dramatik, wir haben doch alles. 8 Tore. Auf dem Eis wird den Fans so einiges geboten. Spektakuläre Aktionen, Phantomtore und hitzige Auseinandersetzungen. Sogar zwischen Torhütern. Nicht nur an der Tabellenspitze ist Spannung geboten, vor allem auch im Keller geht's richtig eng zu. Im Abstiegskampf geht's einigen Teams ziemlich an den Kragen. Wir wissen, dass wir momentan absolute Grütze spielen. Ich möchte das auch mal erwähnen, dass es vielleicht auch mal ankommt. Jeder, der heute wieder nach Hause fährt, garantiere ich, hat eine schlechte Nacht. Wir wollen da unten raus. Während den Iserlohn Roosters eine fulminante Aufholjagd vom letzten Platz gelingt, stehen die Augsburger Panther am Ende der Saison zum 2. Mal in Folge sportlich als Absteiger fest. Sie profitieren aber erneut davon, dass kein aufstiegsberechtigtes Team in der DEL 2 Meister wird und sind damit auch im 31. Jahr in Folge Erstklasse. Zum Ende der Hauptrunde verabschiedet München das legendäre Olympia-Eisstadion in den Ruhestand, ehe es dann im SAP-Garden in eine neue Zeitrechnung geht. Bestes Team der Hauptrunde werden die Fishtown Penguins Bremerhaven, die sich am letzten Spieltag die beste Ausgangsposition für die Playoffs im direkten Duell mit den Eisbären Berlin sichern. Und genau diese beiden Teams spielen sich schließlich auch bis ins Finale vor. Das Duell Erster gegen Zweiter um die deutsche Meisterschaft, historisch. Spiel 3 wird zum längsten Finale der DEL-Geschichte. Ein deutscher. Ah, das ist die Entscheidung! Jannik Veilleux, knapp 2 Minuten vor Ende der zweiten Overtime mit der Entscheidung für Berlin. Vielleicht der Knackpunkt einer ausgeglichenen Serie, die die Eisbären dann in Spiel 5 dank des Final MVPs Leo Föderl beenden. Und da ist das erste Tor in diesem 5. Finale. Wer ist es? Na klar ist es Leo Föderl. Ja, das ist alles so ein bisschen, man konnte es irgendwie gar nicht glauben. Du legst so viel rein in die ganzen Playoffs und jetzt ist das Ding auf einmal vorbei und du hast es in der Hand. Berlin feiert in der 30. Saison der DEL den 10. Meistertitel. Chapeau, Eisbären.